Herzlich willkommen im Depot zu einer weiteren Veranstaltung der Reihe Feminismen diskutieren. Ich darf heute Abend ganz herzlich Sabine Kock begrüßen, die zu ihrer Publikation Topographie der Einbildungskraft, Relektüren aus dem Diskurs des Gedenkens erschienen, Passagen Verlag, sprechen wird. Durch den Abend moderieren wird, wie üblich, Sabine Prokop, die die Reihe auch kuratiert und die eben auch für den Verband feministischer Wissenschaftlerinnen hier bei uns heute Abend ist. Ich darf dir, liebe Sabine, das Wort jetzt übergeben, wünsche allen einen spannenden Abend und darf vielleicht noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ein Büchertisch auch vorne am Eingang ist, wo man sich nachher ein bisschen was durchschauen und kaufen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank ans Depot. Dass wir wieder hier aufgenommen wurden. Die Reihe Feminismen diskutieren ist seit 2011 zu Gast im Depot. Früher hat der Verband Feministischer Wissenschaftlerinnen österreichweit Symposien mit wechselnden Kooperationspartnerinnen veranstaltet, was dann aufgrund mangelnder Subventionen reihum nicht mehr möglich war. Und dann sind wir halt wieder in Wien, wo eh alle sind und wo man halt leichter auch Referentinnen bekommt. Die Reihe wird hoffentlich wieder von der MA7 Wissenschaft ein bisschen subventioniert, größtenteils ist sie aber auf Eigenleistung der Referentinnen und derer, die mitarbeiten, basierend. Es werden die Vorträge, die sehr vielfältig sind, eben Feminismen diskutieren, auch online publiziert. Von dir wird die Intro wieder vorgestellt. Das Buch ist ja Open Access auch dann einsehbar oder halt anschaubar. Ich will nur kurz noch die Vorschau auf unser Märzprogramm, das heute gerade erst fertig geworden ist, vorstellen. Und zwar, wir haben auch in der Frauenhetz, die sich immer mehr auch als Ort, der barrierefreier ist, als das Depot, das ja leider nicht ganz barrierefrei ist, herauskristallisiert hat. Da gibt es vom 9. bis 30. März mit Vernissage am 9. März im Gespräch eine Ausstellung von einer Fotografin Maria Haas über Matriarchinnen. Die hat also verschiedene matriarchische Kulturen besucht und dokumentiert. Sehr schöne Fotos, sehr interessante Publikationen hat sie dazu auch herausgegeben. Am 16. März gibt es einen Vortrag von Andrea Strutzmann über Frauenbildung und feministische Bildung, also über die, was ist was und wie war es in der zweiten Frauenbewegung. Und am 21. März wieder hier im Depot ein Vortrag von Natascha Strobel über die Frauenbilder der neuen Rechten. Und dann gibt es auch noch, also der Rest des Jahres ist in Planung, aber noch nicht ganz fertig. Aber wird sehr spannend. Ja, und heute freue ich mich, Sabine Kock begrüßen zu dürfen. Sie hat mir jetzt gerade vorhin ihren kurzen Lebenslauf in die Hand gedrückt. Das ist also ein Running Gag, ein Nach-Running Gag. Genau. Seit Jahren versuche ich den Lebenslauf, weil sie hat schon einmal in Feminismen diskutieren einen Ausschnitt, 2019 war es, vorgestellt aus ihrer Forschung und seit damals wollte ich ihren Lebenslauf. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme halt jetzt den jetzigen gleich fürs Alte, aber inzwischen hat dein Leben, deine Arbeit sich wieder geändert. Und ich habe halt gegoogelt und zusammengesucht einen Lebenslauf, beziehungsweise unsere Wege haben sich ja immer wieder gekreuzt. Also geboren bist du in Kiel und lebst und arbeitest als Philosophin, Kulturwissenschaftlerin und Kulturarbeiterin in Wien. Also da haben wir uns kennengelernt. Und zwar warst du von 2000 bis 2003 Koordinatorin am Projektzentrum Genderforschung, wo ich in einem Forschungsprojekt zur Implementierung von Gender Studies an der Uni Wien mitgearbeitet habe, das dann 2005 publiziert wurde. Ich glaube, daher kennen wir uns. Ja, das war sehr intensiv damals. Dann warst du 2003 bis 2006 Geschäftsführerin der IG Freie Theaterarbeit. Und da hatte ich die Ehre, dich in deiner Bildungskarenz zwecks der Dissertation, eben dieses Dings da, vertreten zu können als Geschäftsführung und auch im... Das ist 2015. Wann warst du in Berg? 8, 9? Ja, das war die Bildungskarenz. Ja, da war die Bildungskarenz. Mhm. Ich bin erst dort, ja. Und du warst auch Vorsitzende im Kulturrat Österreich, wo ich dich auch vertreten durfte. War sehr spannend. Von 2015 bis 2023, also bis aktuell, warst du Geschäftsführerin in der Smart Genossenschaft, die für eine
also die für Userinnen aus Kunst- und Kulturbereich quasi stabilere Arbeitsverhältnisse schafft und auf die Wirksamkeit der Sozialökonomie setzt. Da weiß ich nur, da war ich dabei und war mal ein Workshop, ein interner zum Start, glaube ich, wie wir das in Österreich implementieren könnten. Jetzt arbeitest du weiter, nicht mehr im Smart, sondern an der Schnittstelle neuer Formen solidarischer Kulturarbeit und den Visionen von Social Economy und Platform Corps inter- und national forschend und beratend. Und du bist auch Mitbegründerin und weiterhin tätig in www.artmobility.at. Und ja, ich finde es ganz toll, dass du auch noch mehr als guten 20 Jahre, ich habe auch 20 Jahre, mehr als 20 Jahre gebraucht, wenn du sie fertig hast und dass du sie jetzt in ihrer gesamten Schönheit dir vorstellst. Also man kann es dann auch dort selbst und auch ein paar andere Publikationen angreifen und lesen und kaufen. Und ja, zum Thema redest du, da bin ich völlig Laien. Okay. Danke, danke Depot, danke Verband Feministischer Wissenschaftlerinnen, danke Sabine für die Einladung. Ich freue mich sehr, das Buch hier vorstellen zu dürfen. Es ist die erste Vorstellung des Buches und deswegen, auch weil kein Dank drin ist, kommen am Anfang ein paar Danksagungen. Dann möchte ich euch ein kleines Intro geben. Als Überblick muss ich sagen, und ich gucke auf Andrea Ellmeier, ich hatte 15 Seiten geschrieben, weil ich das ganze Buch vorstellen wollte und habe das dann aber wieder verworfen. Ich lese vielleicht die ersten 3 Seiten Einführung und dann möchte ich abschließend noch auf 3 Theoriemomente kommen, um zu zeigen, in was für einer Komplexität und Schwierigkeit sich eigentlich diese Arbeit bewegt. Und das Wichtigste aber, dann freue ich mich auf eine lebendige Diskussion mit euch und für diejenigen, die selber auch in Prozessen des Schreibens und der Fertigstellung von Arbeiten sind, gerne auch Fragen zum Prozess. Punkt 1, der Dank. Danke Sabine, dank dem Verband Feministischer Wissenschaftlerinnen, danke dem Depot. Es ist toll hier zu sein, es ist ein wunderbarer und dabei so unprätentiöser Ort und er hat eine rundum gute Konnotation. Ich bin hier sehr gern. Vielen Dank. Formaler Dank. Danke auch, dass Sie gekommen sind an den Passagenverlag. Ich bin sehr glücklich, dass das Buch, und es war wirklich ein Zufallstelefonat und es wurde genommen in der Reihe. Es passt da sehr gut rein, weil tatsächlich ein großer Teil der Autorinnen und Autoren französische Autoren sind. Von daher ist es an dieser Schnittstelle und auch dem FEF, sozusagen das soll ich sagen, aber das will ich auch sagen, das Buch hat eine Förderung bekommen, ohne das wäre es schwierig geworden und das Tolle ist aber, ich habe tatsächlich ein ganz tolles Gutachten bekommen und tatsächlich sogar persönlich die Ermutigung weiterzumachen und das ist formal ganz schwierig, ich erfülle diese Kriterien gar nicht, aber das hat mich sehr aufgebaut und von daher habe ich gar nicht das Gefühl, das ist das Ende eines sehr langen Projekts, sondern es ist der Anfang auf das Abenteuer des Schreibens, so möchte ich es gerne sehen. Fast allen, die da sind, zumindest alle, die ich persönlich kenne, gilt ein besonderer Dank. Rückwärts, Michaela Adelberger, Johanna Hof-Leitner. Michaela als Freundin und Kollegin ist unverhofft, weil ich ihr für eine eigentlich inhaltliche Kritik das Buch gab, Lektorin geworden. Dann ist noch Johanna Hof-Leitner vom Passagenverlag dazugekommen. Es gab viele Durchgänge, bis die jetzige Fassung des Buches da war. Das war ermüdend, hat aber auch Spaß gemacht und ich bin sehr zufrieden mit dieser Fassung. Gleichzeitig sage ich, das war natürlich auch, es ist die DIS liegt zugrunde, ein Heranschreiben an die Akademie. Und jetzt bin ich freier und bin ganz gespannt darauf,
wie sich mein Schreiben, auch mein wissenschaftliches Schreiben entwickelt. Mein Riesenvorbild und Ikone ist Sik Su. Da werde ich nicht mehr landen. Ich habe viel zu lange in Gebrauchstexten gearbeitet, aber schauen wir mal. Also danke Michaela, danke Johanna. Dann, hier vorne sitzt Claudia Erdheim, die hat mir auch eine große Ehre erwiesen, nämlich nach der DIS hat sie mich und einen anderen Spätpromovierten in einem aufwendigen Abend zu gefilte Fisch eingeladen. Und das ist das Tollste, das war die tollste Ehre für dieses, für die DIS damals. Das hat mich sehr gefreut. Auch Britta hat das Buch gelesen und aus ihrer naturwissenschaftlichen, also nein, damals die DIS, aus ihrer naturwissenschaftlichen Perspektive sehr konzise Kritik geben. Und auch mit meinem Sohn Kaspar Winterfeld konnte ich Momente diskutieren. Und überhaupt ist es ein Glück, mit ihm über Momente des Denkens in dieser Form sprechen zu können, wie das nicht mit vielen Menschen möglich ist. Zu guter Letzt, aber eigentlich ist das der Anfang und ein wesentlicher Baustein, Puzzleteil, Element, dass das Buch überhaupt ein Buch geworden ist und die DIS überhaupt eine DIS. Ich, über viele Jahre war ich in einer losen Theoriegruppe, von einer Runde von sehr heterogenen Frauen und Andrea Ellmeier ist eine von ihnen und ist heute da, Rabotnika haben wir uns genannt. Und wir haben uns in wissenschaftlichen Fragen, Projekten, Schreibdingen, Karrierefragen begleitet. Und das, das war ungemein supportive, aber auch und solidarisch, aber auch ungemein cool, in so einem geschützten Raum auch kritisch sich begleiten zu können. Und ich kann es jeder und jedem nur wünschen, auch sowas zu haben, wenn ihr in solchen Prozessen seid. Dann formuliere ich als nächstes eine Enttäuschung. Die heutige Veranstaltung findet statt im Rahmen der Reihe Feminismen diskutieren und ich habe in dieser Reihe schon zwei Kapitel vorgestellt, nämlich Sarah Kaufmann und Hannah Arendt. Beide sind in holzschnittartiger Version eingeflossen in den Band zum 80. Geburtstag von Ingvild Bjørkan. Das Ruth-Klüger-Kapitel habe ich auf Einladung von Brigitte Buchhammer auch schon in der SWIP-Reihe vorgestellt. Das heißt, alle drei Frauen sind schon präsentiert. Es wird also heute kein im strengeren Sinne feministischer Abend, weil ich mich nicht wiederholen wollte. Eher ein erkenntnistheoretischer im Kontext von Gedenken. Aber Sabine meinte, das wäre kein Problem, es dürfte nur nicht feministisch sein. So. Und danke auch nochmal für das sehr spontane Zustandekommen des Termins. Das war ganz großartig. Und dieser Termin, den finde ich auch ganz großartig, denn ich möchte ihn mit dem 30. Januar noch verstehen als Nachklang des 27. Januars, dem internationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus und am Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Und da komme ich gleich auf ein zentrales Moment, das diese Arbeit in jedem Schritt begleitet hat, die ständige Auseinandersetzung mit dem eigenen Ort der Rede, ich als nachgeborene Deutsche. Ich habe sehr gründlich daran gearbeitet, diesen Ort ständig mitzudenken, im Versuch bei einem Engagement und Empathie nicht in eine kolonisierende und damit übergriffige Perspektive, also eine Perspektive auch im Namen der Opfer zu geraten. Pathos und Pathologie von Engagement war über viele Jahre der selbstkritische Arbeitstitel des Buches. Es geht also, und ich verweise hier auf die kritische Position von Max Czolek, im besten, im tiefsten erkenntnistheoretischen Sinn um Irritation, Verstörung und in keiner Weise um eine wie auch immer geartete Versöhnung. Ich halte eine solche für ausgeschlossen. Was aber dennoch möglich ist und welche Rolle die Einbildungskraft dabei spielt, das ist Thema des Buches und soll auch Thema des heutigen Abends sein.
Und jetzt, anstatt meiner 15 Seiten, wollte ich einfach die Einleitung lesen. Denn ich habe sie ja geschrieben, es ist ja konzis formuliert. Und wenn, genau, wenn es langweilig ist, sagt Bescheid. Es sind aber auch nur 3 Seiten. Wenn alle gegangen sind, bemerken wir es. Genau. Was für ein Verständnis von Kunst und Gesellschaft ist möglich? Wie kann unsere Einbildungskraft in der Gegenwart Wirksamkeit entfalten, nachdem die Realität von Auschwitz als unüberbrückbarer Abgrund das Denken wie die Kultur bestimmt? Gegenstand der folgenden Arbeit sind erkenntnistheoretische und ästhetische Argumentationen im Kontext von Gedenken. Im Zentrum steht dabei die Verhandlung der Kategorie der Einbildungskraft. Dass Auschwitz niemals vergessen sein darf und deshalb darüber gesprochen und geforscht werden muss, bis an die erkenntnistheoretisch möglichen Grenzen, ist das erste Axiom im Engagement des Gedenkens. Es steht in direktem Widerspruch zum zweiten Axiom, nachdem noch die engagiertesten Versuche einer Annäherung an die Problematik eine prinzipielle Unmöglichkeit in sich bergen, weil es unmöglich ist, die in Auschwitz verübten Verbrechen zu begreifen oder diskursiv zu fassen. Dies hat Adorno in seinem Diktum der Unmöglichkeit jeglicher Kultur nach Auschwitz angesprochen, das in dieser Arbeit in mehrfacher Hinsicht zum Bezugspunkt wird. In der Dialektik der Aufklärung verhandeln Horkheimer und Adorno die erkenntnistheoretischen wie gesellschaftlichen Aporien, die sie als Resultat einer solchen Dialektik begreifen. Ihre These ist, dass durch Fehlentwicklung der Impulse der Aufklärung deren Intention sich in ihr Gegenteil verkehrt und der Diskurs der Aufklärung dadurch Anteil daran hat, dass der Nationalsozialismus Realität werden konnte. Die folgenden Ausführungen möchten eine reflexive Spurensuche und Kartierung darüber vornehmen, wie Adornos und Horkheimers Thesen kritisch fortgeführt, weiterbedacht und modifiziert worden sind. Dabei bilden ihre Argumentationen selbst den Ausgangspunkt einer kritischen Analyse. In Bezug auf die für die Arbeit zentrale Kategorie der Einbildungskraft wird dabei ein dritter Autor bestimmt und erweitert die Fragestellung zugleich auf die ihr innewohnende Genese-Entstehung. Immanuel Kants Kritiken bilden einen zentralen Bezugspunkt für die ästhetischen Überlegungen von Horkheimer und Adorno, und sie sind gleichzeitig auch eine zentrale Quelle. Gleichzeitig ist Kant auch bestimmend für Argumentationen im Diskurs des Gedenkens. Hannah Arendt, Jean-François Lyotard, Sarah Kaufmann und Georges Didier Übermann berufen sich auf ihn bzw. schließen zum Teil kritisch an seine erkenntnistheoretischen Grundlagen ebenso an wie an seinen reflexiven Begriff der Kritik. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, was kann unsere Einbildungskraft als konstitutiver Teil der erkenntnistheoretischen Urteilskraft überhaupt leisten, nachdem Auschwitz Realität geworden ist. Urteilskraft und Einbildungskraft sind bei Kant Synonyme, er fasst die ästhetische Urteilskraft als Einbildungskraft. Doch bildet auch die Dimension der Kritik der praktischen Vernunft als abgeleiteter kategorischer Imperativ einen impliziten ethischen Hintergrund, der bis in den Kern der Auseinandersetzungen wirkt, die im Zentrum der folgenden Ausführungen stehen. Wie können wir handeln in einer Welt, sodass sich Auschwitz nie wiederholen möge? Arendt, Lyotard und Kaufmann entwickeln in dieser Frage spezifische und dabei sehr verschiedene Deutungen und Neubewertungen des Verhältnisses der kantischen Kritiken und der ihnen dargelegten Grundannahmen. In ihnen werden die Grenzen zwischen erkenntnistheoretischer, ästhetischer und politisch-praktischer Sphäre überschritten. Insgesamt gründet so die
Zusammenschau divergenter philosophischer Texte unter der Klammer- und Rahmenfrage der Verhandlung der Kategorie der Einbildungskraft, das titelgebende Verfahren einer Topographie der Einbildungskraft aus dem Diskurs der Gedenken. Jeder Text nimmt in der Betrachtung eine spezifische Position ein und begründet eine spezifische Analyse. Das ist im Übrigen nicht unproblematisch, dazu kann ich später auch was sagen. Dabei entsteht eine diskursive Kartierung in Bezug auf die Rahmenfrage. Darüber hinaus eröffnet die Diskussion der Einbildungskraft gleichzeitig einen Kreuzungspunkt oder die Schnittstelle zweier ganz divergenter oder entgegenstehender Diskurshorizonte. Die These eines absoluten kulturellen Bruchs nach Auschwitz steht der These einer ambivalenten, jedoch kontinuierlichen Fassung und Entwicklung der Kategorie der Einbildungskraft in der Genese des Vernunftdiskurses seit der Zeit der Aufklärung entgegen. Die Restauration des historischen Filmmaterials über den Prozess gegen Adolf Eichmann und die Veröffentlichung des gesamten Materials durch die Gedenkstätte Yad Vashem auf YouTube ermöglichten als unverhoffte Quelle eine zusätzliche und neue Dimension retrospektiv kritischer Rezeption von Arends Bericht Eichmann in Jerusalem. Und ich habe mich heute aber entschieden, weil ich das im letzten Vortrag auch gezeigt habe und weil ich ihm heute keinen Raum geben wollte. Das ist total spannend, dieses Eichmann-Material, aber ich wollte Eichmann heute keinen Raum geben, deswegen zeige ich es hier jetzt nicht. Im Jahr 2002 entzündet in Frankreich Georges Didier Übermann mit dem Rekurs auf 4 Fotografien, die unter außerordentlichen Bedingungen von Angehörigen des Sonderkommandos in Auschwitz angefertigt wurden und erhalten werden konnten, eine erneute Debatte über die Möglichkeit der bildlichen Repräsentation, die angefüllt mit psychoanalytischer Argumentation ihr Zentrum in der konträr diskutierten Frage einer Möglichkeit respektive Unmöglichkeit findet, sich ein Bild von Auschwitz zu machen. Landsmann ist sehr stark natürlich dagegen, auf diese Spur zu gehen, die Didi Übermann verfolgt. Versucht Didi Übermann als Nachgeborener im Verfahren einer sensitiven Spurensuche, und der Begriff der Spur ist zentral, für seinen Ansatz, eine zur Vergangenheit hingewandte Annäherung an die das Vorstellungsvermögen übersteigende abgründige Wirklichkeit der nationalsozialistischen Vernichtungslager, hat Ruth Klüger diese am eigenen Leib erfahren und überlebt. Ein Epilog ist ihrem autobiografischen Essayband Unterwegs verloren, Erinnerungen gewidmet, in dem Klüger in einer Doppelbewegung das Sich-Aussetzen und Aufsuchen der Erinnerung als autobiografisches Subjekt einbettet in ein Autorinnenkonzept, und das ist meine These, mit dem sie sich gleichzeitig emanzipiert und Abstand von der Vergangenheit als Überlebende von Auschwitz erschreibt. Soweit der kleine Überblick anstatt meinen 15 Seiten. Und jetzt würde ich gerne noch ganz kurz ein paar Elemente zu den theoretischen Rahmenfragestellungen stellen, wenn das müsste noch. Ja. Fang an. Fang an, genau, zum Ansatz des Buches. Adornos These der Unmöglichkeit einer Kultur nach Auschwitz hat den Diskurs des Gedenkens maßgeblich geprägt und wirkt nach wie vor direkt oder als Subtext auf viele Diskussionen ein. Adornos Frage beruhte auf einem doppelten Horizont. Die Angst, dass sich Kunst im Verwertungszusammenhang ihrer Rezeption als Ware dem Kreislauf der kapitalistischen Marktgesetze nicht entziehen könne, führte ihn zu der Annahme einer allein als Negation zu fassenden Möglichkeit von Utopie in der negativen Dialektik und in der posthum edierten ästhetischen Theorie. Betrifft diese generalisierende These die Existenzmöglichkeit von Kunst in einer Welt, in der die Realität von wahren Beziehungen alle menschlichen Äußerungen erfasst hat, gilt das andere Tabu ihrer Darstellungsfähigkeit in der Nachgeschichte des Nationalsozialismus.
Keine Darstellung scheint der Realität von Auschwitz angemessen. Angesichts der Wahrheit des Grauens kann dessen Darstellung nur verharmlosend, verzerrend, verfälschend sein. So die Sorge und der erkenntnistheoretische Befund, aufgrund dessen Adorno ein generelles Verdikt ausspricht, das in der Geschichte der Moderne keine Entsprechung hat und emphatisch auf das Singuläre des Geschehenen verweist. Und jetzt gibt es ein paar Zitate, die auf dem Zettel sind, den Sie ihr auch habt. Jean-Luc Nancy beschreibt das dadurch begründete Dilemma so. Adorno hat geschrieben, dass nach Auschwitz die gesamte Kultur Hundescheiße sei. Aber was heute doch in einer merkwürdig paradoxen Weise droht und wobei man sich unwohl fühlt, es nur auszusprechen, ist eine Art Auschwitz-Kultur, zu der auch die beinahe abergläubische Wiederholung der Sätze von Adorno gehört. Dokumente, Romane, Gedichte, Betrachtungen kann und muss man unterscheiden. Die Drohung des Vergessens kann zum Sprechen in einer Weise verpflichten, die man sich weniger gefällig gewünscht hätte. Und die Verpflichtung des Gedächtnisses kann Schutz einer fruchtlosen, unendlichen Wiederholung sein. Das ist also das erste Dilemma und auch für mich ein Problem, diese Arbeit anzugehen. Beschreiben Horkheimer und Adorno ihre These von der Unmöglichkeit jeglicher Kultur nach Auschwitz als Folge eines pathologischen Umschlags der europäischen Aufklärung, so nehmen sie trotz der Deklaration als negatives Absolutes eine konkrete Zuordnung im historischen Zeitverlauf und geografischen Raum vor. Hingegen lässt sich die folgende Passage von James Watson die Tendenz einer Globalisierung ihrer These als im Wortsinn universale Setzung beobachten. Das ist das zweite Zitat, James Watson, die Auschwitz-Galaxie. Die Nazi-Todeslager haben für immer alles verändert. Ob dies nun eingestanden wird oder nicht, innerhalb der Formation von Auschwitz sind wir anders geworden als alles, das jemals über uns geschrieben worden ist. In den letzten 50 Jahren haben wir uns mehr verändert als in den letzten 5000. Plötzlich trennte uns eine Diskontinuität namens Auschwitz von der Welt unserer Vorfahren. Unsere neue Welt ist die Auschwitz-Galaxie, eine Unwelt mit Satelliten, so getrennt und unkommunizierbar wie die entfernte Welt unserer Vorfahren. Alles, was durch den kalten Raum kommt, der uns von der Tradition trennt, muss nun mit neuen Ohren gehört werden, mit äußerst misstrauischen Ohren, die sensibilisiert sind für den Stiefelschlag marschierender Postboten. Der hermeneutische Zirkel dieser zwei Welten besitzt einen Abgrund als sein Zentrum. Die Gefahr liegt in Überquerungen, die diesen Abgrund übergehen, ihn ignorieren und so seiner vernichtenden Aneignung dienen. Eine solche universale Setzung wird aktuell von Seiten dekolonialer Diskurse vehement in Frage gestellt. Ein wichtiger Protagonist ist hierbei Achille Mbembe. Die Singularitätsthese wird als erneute euro- bzw. westzentristische Wahrnehmung und als Akt einer erneuten Kolonisierung begriffen, der die plurale Vielfalt der Gedächtnisarchive ignoriert. Diese Perspektive und Problematik wird im Buch nicht diskutiert. Es argumentiert aus dem Horizont der Diskurse des Gedenkens, aber in diesen selbst gibt es fundamentale Kritik, etwa bei Jean-François Lyotard, die jedoch erkenntnistheoretisch völlig anders motiviert ist. Lyotard, Zitat, man müsste sich das Folgende vorstellen, dass die durch Auschwitz in das abendländische Denken eingeführte Spaltung nicht über den spekulativen Diskurs hinausreicht. Das heißt, da der Letztere kein Außen kennt, ihre Wirkung im Inneren des Diskurses als unvollständiger, ungültiger Ausgang nicht festgelegt ist, wie eine Art neurotischer Stau auf einer Figur, der des Todes in Auschwitz, der genau betrachtet nur ein Moment sein kann. Dass diese Spaltung aber der spekulativen Logik selbst und nicht nur ihren Folgen einen Riss beibringt, das Funktionieren bestimmter und nicht aller ihrer Operationen hemmt und sie zur Unordnung eines Unendlichen verurteilt.
Also nochmal, Jean-François Lyotard formuliert genau gegenüber einer solchen universalen Setzung aus dem Diskurs des Gedenkens selbst das Bedenken, dass genau hierin möglicherweise eine pathologische und nicht zu lösende Selbstreferenz als Figur des Gedenkens dem Diskurs vorliegt. Beide Argumentationen von ihrem erkenntnistheoretischen Ansatz konträr konvergieren in der total gesetzten Infragestellung eines möglichen Kontinuums von Denken und Diskurs wie Wahrnehmung und Wirklichkeit in einer Welt nach Auschwitz. Und da ist wieder diese These, ein historisches Kontinuum steht der These eines kulturellen totalen Bruchs nach der Realität von Auschwitz entgegen. Eingeschlossen in diese Frage, und ich verkürze das jetzt hier, ist auch die Frage nach der Geltung bzw. Infragestellung des Konzepts von Moderne. Das ist auch eigentlich eine historische Frage, die bereits vor der historischen Realität des Nationalsozialismus in der Weimarer Republik diskutiert wurde, die aber in der Arbeit als Frage des Verhältnisses von Moderne und Postmoderne respektive Dekonstruktion auftaucht. In Frage gestellt wird dabei gleichzeitig auch ein konservativer Theoriebegriff. Lyotards Äußerung, die Frage, die Auschwitz stellt, ist die nach der Textur des Textes, der an Auschwitz schließt, deutet auf eine möglicherweise spezifische Irritation, Auflösung der Dichotomie von ästhetischer Theorie und literarischer Praxis. Der Begriff der Textur enthält bei Lyotard im Kontext des Gedenkens die Konnotation einer Irritation bisheriger Klassifizierungen vom Texte, auch im Sinne einer grundlegenden Kulturkritik Adornos. Es geht also um die erkenntnistheoretische Frage, Bruch oder Kontinuität, welches Rationalitätskonzept ermöglicht einen Anschluss, welche kanonisierten Formen werden grundlegend irritiert, welche Textkonfigurationen können überhaupt anerkannt werden, ohne dass der Vorwurf der Verdrängung gilt. Die Arbeit gilt dem Versuch einer Standortbestimmung im Diskurs des Gedenkens, durchkreuzt von diesen Fragestellungen zum Status der Ästhetik in der Gegenwart, die sich erweisen als Resultat einer interdisziplinären Auseinandersetzung um die Gültigkeit bzw. Dekonstruktion von Moderne. Letzter Absatz. Dabei lässt sich die Fragestellung des Buches einerseits als totale Nische verorten, ein Sonderfall der Gedächtnisforschung. Gleichzeitig geht es aus der Perspektive des Gedenkens um nicht weniger als die Frage, wie können wir die Welt so gestalten, dass sich Auschwitz nicht wiederhole. Und hier, das sei gesagt, begegnen sich alle Autorinnen und Autoren, die die Arbeit in den Blick nimmt, in der These, Einbildungskraft ist immens, ist existenziell, ist erkenntnistheoretisch wie als gesellschaftliche Produktivkraft notwendig. Produktivkraft ein marxistisch geprägter, aber kritisch abgewandelter Begriff bei Adorno. Und ohne sie erfährt die Gesellschaft, der Diskurs, Rationalität und Kommunikation, hier der Verweis auf den engeren Rationalitätsbegriff von Jürgen Habermas, Verkürzungen, Verengungen, in ihrer Konsequenz verhängnisvolle Reduktion. Was der Text, also was die Arbeit hier damit in diskursiver Hinsicht leistet, ist eine Klammer der gemeinsamen Betrachtung für Texte der kritischen Theorie, Horkheimer Adorno, der Dekonstruktion, Lyotard, Kaufmann und in gewissem Sinn auch Didi Übermann, dazu der praktischen Philosophie mit erkenntnistheoretischer Dimension bei Arendt und der praktischen literarischen Einbildungskraft im Epilog, der Ruth Klüger gewidmet ist. Dazu kommt der Rückblick auf Kant und da geht es neben der Frage, dass das natürlich ein historischer Quellentext ist,
um die Frage, aus welchen Gründen ist er so wichtig für die Autorinnen und Autoren, wenn sie doch selbst keinen Glauben mehr haben an die Gültigkeit von Universalkonzepten und Referenzsystemen. Das war's. Genau. Ich hoffe, du hast die Stimme wieder da. Ja, die kommt dann wieder. Ich lutsche kurz was. Ja, vielen Dank für den wahnsinnig dichten Vortrag. Finde ich als nicht-philosophisch eigentlich bei manchen Begriffen. Also ich kapiere sie, aber dann sind sie gleich wieder weg. Aber ich habe aus meiner Position diese dekolonialen, also weil ich am Institut für internationale Entwicklung lehre und betreue, das finde ich total spannend, nämlich das frage ich mich selbst auch. Jetzt wurde gerade in Auschwitz, wurden zum Beispiel einzelne Grundstücke verkauft, also dass das Gedenken dort nicht mehr an den Ort geografisch gebunden ist, sondern was eigentlich auch bisher ein Tabu war und wie es mit anderen, ja, wie es mit Holodomor oder wie es mit, in kolonialen Zusammenhängen mit ähnlichen, nicht so europäischen Dingen. Also das ist sozusagen, da kann ich ansetzen, aber ich denke, da gibt es von den anderen Anwesenden auch noch sehr viele Fragen, die näher. Wie gesagt, es kommt nicht vor, so. Ja, bei dir nicht. Wobei ich mich jetzt im Zusammenhang mit der Documenta auseinandersetze und auch die Jahre davor schon sehr damit auch auseinandergesetzt habe. Und ich verstehe sehr genau und gut die These, es geht darum, verschiedene Gedächtnisarchive nicht konkurrent zu sehen und verstehen zu lernen. So. Mhm. Ja. Aber das heißt nicht, dass man die anderen quasi genau. abwerten kann, genau. was ja oft im ja. Diskurs ja. war, dann nicht. Das eine, das darf nicht angesprochen werden und das andere ist eh nichts. Also, nee, und trotzdem bleibt aber aus dem Diskurs des Gedenkens bleibt halt ganz klar, und der bin ich auch lange gefolgt, wobei ich diese Kritik, die koloniale Kritik verstehe, bei uns jetzt in Europa ist es ja so, sozusagen Verdrängung ist immer noch so viel da, die Nichtbeschäftigung, das Wegdrücken wollen, Deckerinnerungen, alles Entschuldungsbegehren, das gibt es ja alles noch, und von daher gibt es viele Texte und viele Nichtbehandlungen, wo man sich fragen kann, warum kommt es nicht vor? Mhm. Und das ist aus der Position des Gedenkens, kippt das leicht in den Vorwurf, zu Recht oft auch, dass das Verdrängung ist, dass es Revisionismus ist. So, ja. Du hast da bei Watson in dem Zitat war, der Stiefelschlag marschierender Postboten, inzwischen haben wir den Stiefelschlag marschierender Militärs, wie passt das? Also ich meine, das geht ja auch ums Gedenken oder Verdrängen, und jetzt auf einmal ist ja der Krieg da, also ziemlich da. Ja. Das ist halt jetzt sehr aktuell und nach deiner Diss und so weiter, aber gibt es da irgendwas? Sozusagen, da kann ich keinen direkten Bezug zu meinem Buch herstellen, aber kann sagen, dass ich gestern und am 27. im Filmmuseum war, und gestern Abend wurde dort der Film gezeigt, der sowjetische Film, die Zusammenstellung der Befreier, so, aber eben die sowjetische Perspektive, der auch als wichtiges Beweismaterial in den Nürnberger Prozessen gezeigt wurde, also eine Zusammenfassung aller Gräueltaten. Und ich fand es sehr gut, den gestern hier in Österreich im Filmmuseum zu sehen. Es kriegt eine ganz merkwürdige Komplexität. Also, ja. Also sehr wohl aktives Gedenken. Ich hätte mir gewünscht, dass Angela Merkel und Putin diesen Film gucken und gedacht, so, das kann er doch nicht so umdrehen wollen. So, ja. Gut, aber das waren jetzt meine paar Ansatzpunkte, Verknüpfungspunkte, wo ich mein Denkgebäude. Aber was gibt es von Ihnen? Sicher auch Fragen, Anmerkungen? Ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen damit. Und ich habe natürlich die allermeisten Sachen gar nicht erzählt. Also keine einzelnen Figuren.
Ja. Ja, beim Lyotard habe ich mir ein großes Fragezeichen hingeschrieben, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, also es gabert ein Mikro. Der Mikro, ich muss nur ganz kurz dazu sagen, es gibt einen Livestream, wenn man nicht gehört werden will online, das Mikro einfach nicht nehmen. Wenn es einem nichts ausmacht, wäre das sozusagen... Andrea Ellmeier. Ja, also ganz große Gratulation, Sabine. Also ich freue mich wahnsinnig, dass das Buch vorliegt, dass du auch die Einleitung gelesen hast. Das war eine ganz, also die ersten drei Seiten war eine super Idee. Dem konnte ich wirklich sehr gut folgen und wir haben ja schon einige öfter darüber gesprochen. Wem ich jetzt nicht folgen konnte, war Lyotard. Da würde ich dich bitten, dass du das vielleicht noch einmal ausführst, oder ich meine, wenn das den anderen nicht zu intensiv ist, aber dem konnte ich nicht folgen. Und natürlich muss man sagen, dass du bist, das ist so eine hohe philosophische Durchdringung, dass, da können wir einige Teile mitnehmen, wir können, also das müssen wir lesen sozusagen. War wirklich super, dass sich das zusammengefügt hat und vor allem, dass es als Buch vorliegt. Also wir alle freuen uns, denke ich, mit dir und das wollte ich noch einmal ausdrücken. Gratuliere. Also, Lyotard. Soll ich? Ja, bitte, okay. Ich bitte darum. Ich springe rein und ich springe aber gar nicht in das Zitat. Ich gehe das ganz anders an. Und Lyotard ist zentral und er ist der Komplexeste. So, und ich muss sagen, ich habe versucht, mich durch den französischen Widerstreit zu kämpfen. Ich bin gescheitert. So. Aber ich habe die dann parallel gelesen. Also, bei Kant gibt es das Konzept des Erhabenen. Das ist ganz einfach zu erklären. Die Größe der Natur ist so, dass das Ich erschüttert wird beim Einblick der Größe der Natur und es fällt in sich zusammen. Es ist überfordert von dieser positiven, überwältigenden Größe der Natur. Lyotard dreht diese Figur um und kommt zu einer Anästhetik. Die Größe des Greuels ist so groß, dass das Ich in sich zusammenfällt, und zwar völlig. Es fällt in eine Amnesie. Das Selbstbewusstsein, das Ich, verliert sich selbst. Und es gibt sogar eine Stelle, wo er sagt, die Anschauung von Raum und Zeit geht verloren. So. Und das ist praktisch, er nimmt die kantische Figur auf. Es ist genau das gleiche Muster, aber er wendet sich auf diesen ganz anders gearteten Gegenstandsbereich an und daraus entwickelt er dann in drei Texten, im Widerstreit und in Heidegger und die Juden und Sprechen nach Auschwitz, eine ganz komplexe, meandernde Figur, dass das, was bei uns nachwirkt, und uns meint die Individuen, meint aber auch Kollektiv, ist so tief, dass es nicht mal im Unbewussten wahrgenommen werden kann, die Nachwirkung dieser ganzen Gräuel, sondern es wirkt, aber wir kommen nie ran an das, an die Ursache, weil das einfach zu groß, zu abgründig ist, zu tief. Und diese Dissonanz erzeugt eine Diskontinuität auch des Selbsterlebens und des Zeitgefühls und des Selbstverständnisses. Und praktisch sein Anliegen ist, ob es Prozesse geben kann, dass man da rankommt. Aber es geht eigentlich um die Dissoziation und das ist eine persönliche, aber auch eine gesellschaftliche. So. Also das heißt, der meint, es kann nicht aufgearbeitet werden. Bei der Psychotherapie sagt er, man kann es an den Individuen schon aufarbeiten. Also die zweite Generation, die dritte Generation. Das behauptet er nicht, aber er sagt, wir sind an dem Punkt, dass wir noch gar nicht an der Wahrnehmung sind. Das wirkt eben, es wirkt tiefer, also es liegt so tief im Unbewussten, dass wir das noch gar nicht an Oberflächen, die bearbeitbar sind, holen können.
Und das ist eine, ihr hört jetzt, ich rede jetzt wie psychoanalytisch, und das ist ganz spannend. Bei Lyotard sozusagen kommen erkenntnistheoretische, sprachkritische Argumentationen. Das vielleicht auch noch ein kleines Fenster auf. Der hat den Widerstreit gegeben, weil es in Frankreich so einen massiven Holocaust-Leugner gab, Forisson. Und er hat den mit seinen eigenen Argumenten sprachkritisch versucht auszuhebeln. Das macht das Buch auch so schwer lesbar. Und von daher sind das verschiedene Diskurse. Es ist Erkenntnistheorie, Ästhetik von Kant, Psychoanalyse. Es kommt auch was Energetisches da rein. So, und das mischt er. Und dann ist das Ganze noch dekonstruktiv. Das heißt, du liest auf einer Seite eine These und fünf Seiten weiter ist das ganz anders. So. Ist aber sehr spannend, finde ich. Darf ich noch eine kleine Nachfrage stellen? Danke, das war jetzt sozusagen, hat mir sehr weitergeholfen. Wenn Lyotard sagt, wir sind noch nicht an der Wahrnehmung. Ich meine, das ist jetzt eine Frage, werden wir nie in der Wahrnehmung sein? Wie ist das sozusagen, wie bespricht er das weiter? Lässt er das stehen, wir sind noch nicht an der Wahrnehmung? Wird das dann überhaupt aufgegriffen? Können wir jemals an der Wahrnehmung sein? Was heißt es, wenn wir nie zur Wahrnehmung kommen? Das sind so ganz, also das ist ja auch eine Setzung, wir sind noch nicht an der Wahrnehmung, seinerseits meine ich. Wenn du dazu, ja... Sozusagen, ich weiche deiner Frage aus, weil es ist ein dekonstruktiver Text. Der spricht nicht aus der Position eines Universalkonzepts, der stellt vieles in Frage. So, es ist eine andere Redehaltung. Aber zu der Frage, und das versucht ja dieses Buch, es versammelt Texte, die aus ganz verschiedenen Perspektiven alle dazu kommen und viele eben aus der Beschreibung eines Mangels oder des Nichtvorhandenseins, dass die Einbildungskraft so wichtig ist. Und sozusagen, da komme ich jetzt zu den anderen, Adorno und Horkheimer, diese massive Kritik an der Kulturindustrie, an der Aporie des modernen Subjekts, da ist es immer so eine Figur von Verschuldung und Verblendung. Verschuldung, dass das Denken nicht bis zu den Gegenständen vordringt und stattdessen illusionäre Vorgänge stattfinden. Das ist diese Grundfigur. Und immer geht es darum, dass die wirkliche produktive Einbildungskraft abgeschnitten ist und das Denken und die Sprache depraviert auch. Ist das nicht auch ein Generationenproblem? Ich meine, die sind ja auch schon recht alt. Ja, die sind auch schon recht alt. Genau. Also ich meine, ist das nicht auch ein Problem, dass es danach, gerade in Bezug aufs Gedenken. Ja, und was ich aber, ich will auf was Positives raus. Und dann wiederum Arendt, die völlig euphorisch, ich weiß ja nach, dass es tatsächlich bei Kant eine, ich sag jetzt unphilosophisch Diskreditierung oder eine Abwertung der Einbildungskraft von der ersten zur zweiten Fassung der Kritik der reinen Vernunft und dann nochmal zur Kritik der Urteilskraft gibt. Und Arendt aber ignoriert das und hat ein ganz euphorisches Kantbild und macht etwas ganz Besonderes, indem sie sagt, wir brauchen die Einbildungskraft in der Formation der Verstandeskräfte als gesellschaftliche Kraft. Wir brauchen die auch um den, es gibt so einen Begriff von Kant, auch Sensus Communis, also um einen Gemeinsinn gemeinsam entwickeln zu können. Und das Wichtigste dabei ist, und das ist sozusagen ex negativo entwickelt vom Eichmann, wir brauchen die Möglichkeit einer Vorstellung des anderen. So. Und die gesamte These des Buches, also das ist die Versammlung oder die phänomenologische Suche, Momente zu finden für ein Plädoyer für diese Einbildungskraft. Und da schließe ich mich allen Autorinnen natürlich rundum an, und ich glaube das auch. Ich glaube, dass viele Verengungen
der heutigen Diskurse, ob das jetzt neoliberal oder Rationalität ist, dass die nicht so wären, wenn die Einbildungskraft einen stärkeren Status hätte. Ja. Eine Sache wollte ich noch sagen, die ist aber jetzt aus meinem Kopf. Das macht ja Hoffnung. Also das ist ja was sehr Schönes. Gibt es sonst noch Nachfragen zu irgendwas? Weil sie kennt sich aus. Also man kann sie, glaube ich, ziemlich viel fragen. Ich bin froh, dass mein Kopf was macht heute. Der will auch man nicht unbedingt. Also auch Fragen, die jetzt nicht direkt aus deinem Text, sondern die aus dem persönlichen sonstigen Tun sein kommen. Ich liebe ja die dummen Fragen, wo man dann irgendwas fragt. Ja, ich habe immer viele dumme Fragen, aber es gibt sicher. Die darfst du gleich stellen. Zum Prozess kann ich ganz viel sagen, aber ich, ja. Sozusagen, ich weiß nicht, was von Interesse ist. Eine spannende Sache, das Eingangskapitel, nicht das, was ich gelesen habe, aber das auch weitgehend, aber dann gibt es so ein Einführungskapitel. Das ist das Allerälteste, was ich ganz am Anfang mal irgendwo auf so einem Dissertantenseminar vorgestellt habe und einen Segen von Kurt Lenk gekriegt damals. Das ist 100 Jahre her. So. Und ich habe immer gedacht, wenn das Buch geschrieben ist, dann werde ich das überarbeiten. Aber das hat gehalten. Das war am Anfang, es war am Anfang da und diese keimhaften Grundsatzfragen waren tragfähig und sind es geblieben. Es musste nicht neu geschrieben werden. Das ist eine Spannung. Dann gibt es so etwas ganz Praktisches wie, ich habe mir vor 1000 Jahren Word-Formatierung ausgedacht, ja? Wie viele Word-Programme das überschritten hat. Und die Frage, macht der Computer das mit? Geht das bis zur letzten Fassung? Und Mara Földi, die DIS korrigiert hat, die hatte einen Mac und das war schon ziemlich problematisch mit dem Hin und Her. Aber das hat gehalten, bis es jetzt ein Buch geworden ist, auch zwischen unseren Michaelas und Johannas und meinen Hin- und Her-Schickungen. Und da ich die händisch angefangen habe, waren auch die Fußnoten, und es sind viele, händisch. Das war nicht in diesem System, was sonst alle benutzen. Ja, kann man ja machen, man kann basteln. In Word. Also es ist nicht tragfähig, aber... Ja, genau. Und auch das haben wir dann, weil das andere aufwendiger gewesen wäre, haben wir händisch gelassen. So. Aber deine Betreuung war jung genug am Anfang, dass sie nicht emeritiert hat inzwischen. Das ist auch wichtig, wenn man sich... Ich habe bei zwei Emeritierten. Oh so. Frisch emeritiert. Das ist auch noch ein Kriterium. Ja, nein, und da kann ich auch sagen, ich war in dieser Endproduktion, es ist ja schon 5 Jahre her auch, die letzte Prüfung im alten Studiengang. Darum habe ich es auch gemacht. Und es war ganz viel, was auch nicht ging. Und ich danke allen, die das mitgetragen haben. Ich saß über Jahre in dem ganz tollen Seminar von Franz Martin Wimmer, wo ganz viele total spannende Arbeiten, interkulturelle, aus dem interkulturellen Kontext vorgestellt wurden. Also wirklich Welten. So, es war toll, da ein Teil zu sein. Er war dann schon emeritiert und dann habe ich lange suchen müssen, weil viele in dieser Endphase noch Abschlüsse machen wollten. Und ich habe sehr rumgefragt, bis ich dann einen Kieler Prof, den ich von früher kannte, Hans-Jürgen Wulff, ein Filmprof aus Osnabrück, als Zweitkorrektor gewinnen konnte. Der war aber krank und dann kam dessen Gutachten nicht, der war krank, der war schwer erkrankt. So. Und dann haben die mir schon gesagt, wenn das bis zum Ende der Woche nicht kommt, wie war das dann noch? Dann geht es nicht mehr mit dem alten Studienplan. Dann muss ich noch weiter ECTS-Punkte machen. Es wird noch 2 Jahre dauern. So. Und wenn es nicht im Verlauf des Monats kommt, dann ist die ganze Arbeit wird dann nicht anerkannt. Und dann darf ich die aber auch nie mehr einreichen. So. Genau, das so. Und dann kam aber, 2 Stunden später kam dieses Gutachten.
Und zum Glück, ich habe mir nicht, ich bin da irgendwie traumtänzerisch durch und bin nicht verzweifelt. Ich habe auch nicht geweint in der Zeit. Ich hatte eine Hochzeit. So, ja. Ja, diese und, Geschichten, das sollten wir mal sammeln. Ja, genau. Und das Letzte war nur noch, der war krank und durfte nicht reisen. Ja. Und dann war die Frage, schalten wir den zu für die Defensio? Das war ja vor der Pandemie. 17 war das, November 17, und dann ist aber Christian Schulte eingesprungen, der ein großer Kenner der kritischen Theorie ist auf der Theaterwissenschaft, und das war super nett, dass der in die Defensio gekommen ist, aber der fragt mich als erstes eine Frage zu einem abgefahrenen Text von Kluge, den ich gar nicht kannte. So. Aber sie waren gnädig mit mir. Ja. Naja, das ist schon... Genau, ja. Ja, aber das ist immer verdrängt, das ist schön, wenn man das wieder mal hervorholt, was da alles war, weil ja. Mir ist zum Beispiel, ich habe nach Pfingsten die Sponsion, also die Fernseh gehabt, und mir ist vor Pfingsten mein Zweitbegutachter abhanden gekommen, also der Zweitprüfer, und dann über Pfingsten, der ist dann eh wieder auftaucht, aber also ich meine, so über die Pfingstfeiertage einen Zweitprüfer finden auf der Uni, das sind schon so Sachen, das ist irre, also man vergisst es zum Glück. Aber dass du nicht geweint hast, ist schön. Nein, aber das ging gar nicht. Und das kann ich sagen, genau. Und das kann, also das ist ja so, meine Arbeit ist wirklich so ein, ich habe die schon aus Kiel mitgebracht und ich bin lange hier. Also den Ansatz. Und ich bin ganz froh, dass niemand auf die Idee gekommen ist. Also das ist ja auch eine Geschichte. Und dann, dass mein, als ich dann den Endspurt gewagt habe, das war im Sommer 17, dass mein Kopf diesen Bogen noch mitgemacht, also dass ich wieder reingekommen bin. Das ist ja wie, man läuft Marathon oder so. Und es ist gelungen. Es ist gelungen und auch da relativ schnell, in 5 Wochen habe ich das in eine Form gebracht und 2 Kapitel eigentlich noch geschrieben und den ganzen Schluss. Ja, so geht's dann. So geht es, ging, und das ging aber eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wie das ging, aber es ging. So. Und hat sogar Spaß gemacht. So. Eine Frage noch zurück zum, weil du gesagt hast, das ist jetzt nicht feministisch. Wir haben ja damals in diesem Forschungsprojekt festgestellt, dass die Karriere machen wollen, die labeln sich nicht als feministisch. Also 2000 inzwischen ist es auch eher nicht klug, sich als feministisch zu labeln, wenn man eine Karriere machen will. Also das Buch ist jetzt nicht feministisch. Ich empfinde dich aber als feministische und kenne dich als feministische Wissenschaftlerin und feministische Kulturarbeiterin. Ist nicht diese Einbildungskraft als solches, ist ja auch an den Körper gebunden, oder theoretisieren die Herren, die Männer das körperfrei? Naja, also es kommen ja, da gibt es jetzt viel zu sagen, also so körperfrei und nicht körperfrei, und dann, ich bin ganz froh, Alice Pechriegel hat mir vor 20 Jahren schon Castoriadis ans Herz gelegt. Ich habe den nie gelesen, ich hätte das Buch nicht schreiben können, weil da ein ganz anderes Konzept von der Einbildungskraft, nämlich gesellschaftliche Kollektive kommt. So. Und jetzt zu den, also es kommen ja Autorinnen vor und da gibt es auch spezifische Momente. Also bei Sarah Kaufmann gibt es so ein, Sarah Kaufmann ist total spannend und ich werde ihr überhaupt nicht gerecht. Die hat 20 philosophische Bücher geschrieben, beschreibt das im Nachhinein aber selbst als eine Form von Verdrängung ihrer eigenen Geschichte. Ganz spät widmet sie sich ihrer eigenen Geschichte und schreibt ihre Überlebensgeschichte auf. Das sind 2 Bücher, einmal sind das, ist es Erstickte Worte und einmal ist es Rue Ordinaire, Rue Rabat. Und als sie das gemacht hat, ist sie aber so versehrt, weil sie das aufgemacht hat, dass sie nicht mehr leben will und geht aus dem Leben. So, das ist vielleicht der radikalste Text. Und das, da beschreibe ich schon auch ein spezifisches Moment, was vielleicht auch für eine spezifische, ungeschützt offene Schreibhaltung von Autorinnen gilt. Und was Ähnliches, ich mache am Anfang was auf mit Ingeborg Bachmann, die sozusagen, die ist das Motto und die kommt punktuell immer wieder vor, wie auch Benjamin. Und bei Ingeborg Bachmann ist es ja so, die ist ja auch promovierte Philosophin und dann fängt die an zu schreiben und erst Lyrik und dann geht aber Lyrik nicht mehr und dann sind es Prosatexte.
Und bei ihr ist es ganz, sie beschreibt das auch selbst, ist es so, das Reden über die Flucht in den Diskurs war nicht mehr möglich. Und sie hat die Beschädigung, die Verletzung in die Texte reingenommen, ohne aber, dass diese Texte damit einen Modus des Sprechens im Wahn bekommen haben. So. Und von daher hat dieses Buch natürlich feministische Momente und ganz doll natürlich, ich sehe gerade Eva, natürlich bei der Ruth, ganz doll, ist ein total, Ruth ist rundum emanzipativ, man kann es gar nicht anders sagen. So. Und meine These ist halt, sie wird oft ja immer wieder und immer wieder verortet und festgelegt auf ihre Rolle als Überlebende. Und meine These ist aber, die schreibt sich da frei. Da kommt mehr Gegenwart rein. Die Gegenwart kriegt ein stärkeres Gewicht. Und es, sie sagt zwar selber, das sind, ist eine Folge loser Essays, aber das ist gar nicht so. Das ist komplex konstruiert, wie in einer essayistischen Erzählung, einer autobiografischen, ganz komplex Erinnerungsmomente eingelagert werden und praktisch wie ein Mahnmal gehalten werden. Und dieses Kapitel, was ich beschreibe, ist für mich in der Erinnerungsliteratur der autobiografischen ein ganz besonderes. Das ist das erste Kapitel von Unterwegs verloren, wo Ruth beschreibt, wie sie die Nummer, die ihr in Auschwitz eintätowiert wurde, sie sich die entfernen lässt. So. Was ganz selten beschrieben ist, auch, ich finde es eines der stärksten Kapitel, die es gibt in der Erinnerungsliteratur. Weil du Gegenwart gesagt hast, wie weit in die Gegenwart reicht dein Material, also jetzt rein jahresmäßig? Die Primärtexte, da ist Didi Übermann der Jüngste, das ist 2002. So. Und was ich noch mitgelesen habe, also ich habe nicht alles mehr gelesen bis jetzt, aber viel. So. Also es sind Bücher bis, ich glaube, Czolek ist einer der aktuellsten 2021. Also schon mal. Ja. Aber das kommt jetzt nicht mehr konkret vor. Nein, aber die sind natürlich, die sind zitiert. Ja. Genau. Und ganz toll war auch, hat Kaspar mir geschenkt, der Band von Doron Rabinowitsch und Snyder, Antisemitismus, neuer Antisemitismus, der ist total neu aufgelegt. Und da ist auch zum Beispiel ein ganz kritischer Text, ich finde ihn grenzwertig, aber es ist immer die Frage, wer spricht, von Judith Butler drin, wo sie, nicht nur für die Zulassung, sondern überhaupt für diesen BDS argumentiert. Ich bin da sehr kritisch, aber sie hat eine andere Sprecherinnenposition. Mhm. So. Ja. Ja. Gut, aber jetzt, ich will nicht nur dauernd reden. Gibt es sonst Fragen, Anmerkungen? Bitte. Was mich interessieren würde, deine Motivation, wie du beschrieben hast, wohl damals noch in Kiel, du möchtest dieses Buch schreiben und dann auch diese Kraft bekommen hast durch die Rückmeldungen und so weiter. Und das ist ja wirklich jetzt eine lange Zeit her. Und ich finde es so unglaublich beeindruckend, weil wir uns gerade neulich beim Spazierengehen ja auch darüber ausgetauscht haben, wie aktuell alles ist sowieso und wie sehr dieser erste Text einfach genau dieser Text war, der es jetzt ist und es nicht mehr notwendig war, das zu überarbeiten. Aber was mich interessiert, ist für dich als Autorin deine Motivation damals, das auszudrücken, einerseits aber auch der Welt etwas zu sagen. Und wie nimmst du das jetzt wahr, 20 Jahre oder was es genau war, später? Ja, was hat sich in dieser Welt verändert? Was hat sich auch in dir verändert? Und wie war das, diese Begleitung dieses Werks in dem Leben, aber auch in der gesellschaftlichen Veränderung? Also ich hoffe, du verstehst überhaupt die Frage, aber ich finde das einfach so beeindruckend, weil es gehörte ja damals gesagt, aber es gehört jetzt gesagt. Und jetzt ist das Buch da. Und das hat sich ergänzt, verändert. Zwei Sachen will ich dazu sagen. Also und jetzt komme ich wirklich ein bisschen ins Erzählen.
1995 war ich ehrenamtliche Frauenbeauftragte an der Philfag an der Uni Kiel. Und die Uni Kiel war schwerst involviert im Nationalsozialismus, die Historiker, überhaupt die ganze Uni. Und 1995 war 50 Jahre Ende des Krieges und die haben nichts gemacht. So. Echt, das ist unglaublich. Dann haben wir, dieses kleine Referat, eine Veranstaltung zusammengestellt, Frauen und Gedenken. So. Ich habe mir Deutschland vom Leibe zu halten versucht, hieß die. Und weil die Uni nichts, und es war ganz spannend, was es an Forschung gab, also junge Frauen, junge Männer haben gearbeitet dazu. Es war sehr spannend über Klauberg, über Displaced Persons, ist ein kleines Bändchen. Und weil die Uni nichts gemacht hat, sind die alle gekommen, einschließlich der Rektorin. So. Und die Veranstaltung wurde dann eigentlich mehr wahrgenommen, als sie war in ihrer Kleinheit. Also es ist wirklich die Nomenklatura der Uni gekommen. Und wir haben erst ohne diese Nummer, die lange kommt. Die Nummer, ohne Dingsnummer, ohne Referenznummer, ISBN-Nummer, danke, ohne ISBN-Nummer, haben wir das erste, als so einen grauen Pappband, haben wir das einmal gedruckt und das war sofort weg und dann haben wir es nochmal mit einer ISBN-Nummer gedruckt und dann ist zum Beispiel ist es von 40 amerikanischen Universitäten bestellt worden. So. Und das lag einfach dran, weil es zu der Zeit noch nicht viel gab, jedenfalls an Unterdiskursen. So. Und es gab drei Auflagen davon und zu der Frage am Anfang war ich noch ganz naiv. So. Und mein Kapitel mein Beitrag zu damals war einer zu drei Literaturtexten. Und das war eigentlich die Idee, ob ich ein feministische Diss zur spezifischen Schreibhaltung von Frauen im Gedenken schreibe. Das war der Anfang. So. Und das hat sich aber verselbstständigt. Und dann muss ich sagen, ich habe ein paar so tolle Ritterschläge gehabt, ganz am Anfang, kurz nach 95 war Ignaz Bubis in Kiel an der Uni und irgendwie standen wir und ich fragte ihn so, ja, was kann man machen? Und er sagte so, ja, nicht vergessen, dranbleiben, schreiben. Das war so der erste Auftrag. Dann dieser Kurt Lenk. Von daher kann ich sagen, das war überhaupt nicht zu Ende, dieses Thema, sondern es war mir ein Existenzthema und jetzt habe ich aber das Gefühl, ich habe es auf eine bestimmte Art bearbeitet und meine eigene Haltung auch relativ ausführlich bearbeitet. Und natürlich gibt es aber auch in meiner Geschichte Fragen an die Generation der nicht mehr Lebenden, die ich nicht gestellt habe. Und das ist eine ganz andere Medaille. Also von daher gilt auch für dieses Buch, es ist natürlich auch eine theoretische Verdrängung. Es gibt auch eine ganz andere Seite. So. Ja. Sag, ist auf Facebook vielleicht, sind da Fragen, manchmal tauchen ja da welche auf, die ihr dann einspielt. Auf Facebook oder YouTube seid ihr. Da, also weil da sind manchmal, ist okay. Weil, danke. Ja, dann hier im Raum. Du hast gesagt, für dich beginnt das Schreiben jetzt eigentlich. Hast du schon da Pläne? Ja, also ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Eine Herr Bill? Nein, das muss formal nicht mehr sein, aber die Idee, die ich habe, die ist ein bisschen in die Richtung. Und zwar, das Buch endet, und es kommt durch so ein Zitat rein, mit der Heisenbergschen Unschärferelation. Und Quantenphysik. Mhm. So, ja. Und wir haben diese Lyotard-Figur gesehen, wo das Implodieren von Raum und Zeit ist. So. Und das ist ein Keim,
Ich würde mir total gerne komplexe Zeitformen angucken, und zwar Trauma, Traum, aber auch Quantentheorie. Also, Karen Barrett und so. Ja. Also die. Ja, und ich habe schon dazu gesammelt und geschrieben und. Und du verstehst die Quanten. Ich verstehe sie unscharf. Ich verstehe sie, ja. Echt? Ja. Also ich habe da also bei Karen Barrett. Relativitätstheorie und ich verstehe es. Genau. Also ja. Genau, und da ist es, aber sozusagen, das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, und sozusagen, wer weiß, ob das in die Welt kommt, und das soll nicht nochmal so lange dauern auch. Weil zum einen ist das eine Idee mit Kunst auch zusammen, also Zeitkonzepte in der Musik, die Komplexität von Zeit auf der Bühne ist ja was total Spannendes. So. Aber dann auch. Ich weiß nicht, wer von euch Stephen Hawking gelesen hat, eine kurze Geschichte der Zeit. So. Die Bilder, die die bringen, diese Physiker, die sind ganz einfach. Der Stephen Hawking sagt, natürlich gibt es Galaxien, wo die Zeit umgedreht läuft. Und sein Bild dafür ist, wir stellen uns ein Video vor, meine Kaffeetasse fällt runter und der Kaffee ist ausgeschüttet und ich beam das rückwärts. Also das sind eigentlich... Die Komplexität wird ganz einfach dargestellt. Und da, denke ich, sind wir in den erkenntnistheoretischen Diskursen komplexer. Also, ja. Aber das finde ich total spannend. Sowas. Ich habe mich lang schon auch mit einem theoretischen Physiker gemeinsam mit der Ästhetik in wissenschaftlichen Theorien oder mit Bildern, mit Metaphern beschäftigt. Und zum Beispiel kommt wahnsinnig oft die Katze vor bei männlichen Wissenschaftlern, weil irgendwie haben sie die offensichtlich in ihrem Büro gehabt. Also, und deswegen haben sie dann das, oder wenn der Kant, ich meine, ich habe Kant gestreift und ich will ihn jetzt nicht unbedingt ankratzen, aber dass er von der Größe der Natur überwältigt ist, weil er immer in seiner Klause saß. Ja, ich meine, ein Bauer wäre wahrscheinlich von der Größe der Natur jetzt nicht so überwältigt. Ja. Also diese Bilder, die da verwendet werden, eben auch der Hawkins mit der Kaffeetasse, die hinunterfällt und wieder raufkommt, das sind einfach so ganz wirklich naheliegende Bilder. Ja. Und wenn man die aufmacht, ja. Und eben auch mit Quantenphysik. Ich schreibe aber keine wissenschaftlichen Texte. Nein, und da muss ich das jetzt ganz weit einschränken. Ich bin keine Physikerin also sozusagen das kann ich nicht. Ich kann nur aus meinem Diskurs das angucken und beschreiben. So, genau. Und ich verzweifle schon bei der Relativitätstheorie, die verstehe ich als solche, die kann ich auch lesen, aber dann gibt es da das Lorentzsche Umwegtheorem, was einfach bedeutet, es gibt so eine Hilfsrechnung, damit die Relativitätstheorie funktioniert. Und es will mir nicht in den Kopf, dass die eine Hilfsrechnung braucht. So. Es will mir einfach nicht in den Kopf. Ja, aber die denken ja nicht in Sprache, die denken ja in Rechnungen. Mhm. Also das ist einfach... Also deswegen ist die Karen Barrett, die jetzt das in Sprache übersetzt, so spannend. Ja, das ist ein gutes Vorhaben. Und dann ist es natürlich so, und da sozusagen, das sage ich vielleicht auch noch, ich habe ja jetzt lange praktisch, kulturpolitisch viel gearbeitet und durch die Kooperative viel gedacht, auch, aber auch theoretisch gedacht, an dieser Schnittstelle neue Formen von Arbeit und Digitalisierung. Und da speziell an der Frage, es gibt ja viele Ängste, muss das immer eine Entrechtung bedeuten, der Verlust von Autonomie? Und sozusagen da hätte ich Lust, mir umgekehrt anzugucken, mit welchen Parametern kann es auch das Gegenteil, eine Partizipation, eine Teilhabe und mehr Demokratie bedeuten, und das finde ich angesichts der Weltlage auch spannend. So. Punkt. Also ich hoffe, dass wir in Zukunft das nicht nur kulturpolitisch zusammenarbeiten, sondern eben auch auf diesen Denkebenen. Mach. Ne? Aber gibt es jetzt noch Fragen? Weil sonst, also hat das Café jetzt nur so halb besetzt? Wie funktioniert das, du hast gesagt? Ja, das Café ist halb besetzt, aber es ist halb besetzt. Das heißt, es gibt natürlich noch Getränke, man kann noch ein bisschen rumstehen und sich austauschen gegen eine freie Spende. Also es ist, niemand muss verdursten. Weil sonst bis 10 haben wir auf jeden Fall.
Genau. Also wir könnten ruhig hier auch noch weiter diskutieren oder sonst im informelleren Rahmen sind manche Fragen vielleicht auch nicht interessant. Ja, dann danke ich fürs zahlreiche Kommen und ich hoffe, dass einige noch da bleiben. Und ich danke dir vor allem für den tollen Vortrag und dem Thibaut für die Gastfreundschaft und bis zum nächsten Mal jetzt weiter. Genau. Und dann, ja, es gibt den Büchertisch. Und zum Halböffnen, ich würde gerne einladen, ich spende dann. Ja, danke.